Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben letztes Mal erfolgreich mit Magdalene einen wunderschönen Chest-One hingelegt und wollen heute mit einem Random-Character natürlich auch wieder irgendeinen lustigen One machen, aber diesmal wahrscheinlich eher in den Dark Room, nicht mit Magdalene haben wir es gemacht, sondern mit Isaac natürlich. Magdalene war der One davor, natürlich. Ich habe gerade eben schon nochmal Isaac gehabt im Normal-Mode, also ich habe gerade schon mal wieder probiert, einen One zu machen, aber der Witz ist, nehmen wir mit. Warte mal. Ja, der Witz ist, ich hatte dann wirklich Monstros Lunge und Triple Shot gefunden, wodurch es der Mann dann dermaßen gezogen hat, dass ich dann gesagt habe, nein, das kann ich niemandem antun. Also ich habe wirklich für einen Raum teilweise über 2 Minuten gebraucht. Für einen normalen kleinen Raum, nicht für so einen großen. Das war mir echt irgendwie zu blöd. Die 100 ist natürlich kein schönes Item. Aber alle mal besser als das Yamhart, denn das ist eines der nutzlosesten Items im ganzen Spiel. Zumindest wenn man halbwegs gut spielen kann. Also nicht ich, aber ihr wisst schon, wie ich es meine. Ich meine, meistens hat man vor den roten Herzen nochmal Seelenherzen, dementsprechend werden die roten Herzen fast nie leer. Also, ach, das Yamhart ist immer in Kombination mit The Habit und hier, The Plug. Hier. Die Steckdosen-Dingens-Teil-Zeugs. So, Geheimraum ist wahrscheinlich hier, schätze ich mal, hoffe ich mal. Ist er nicht? Gut, leck mich. Dann ist er wahrscheinlich irgendwo hier rechts. Eventuell. Wahrscheinlich aber auch nicht, oder? Doch. Na, dammit. Naja. Vielleicht finde ich ja noch eine Bombe. Ist immerhin nur Normal-Mode. Nee. Alter, wie groß ist diese Ebene? Gott, ich wollte gerade sagen, ey. Das ist ja nur die erste. Ah gut, die Kellerebene. Die sind ja allgemein ein bisschen größer. So. Nee, die sterben. So, und da haben wir noch... Da, Doppelspinne. Doppelspinne! Die sterben. So. Okay, der D100, den würde ich halt wirklich nur anwenden, wenn ich irgendwie mal ins Schlecht läuft. Werde ich ja gleich sehen. Bezweifle aber, dass ich den wirklich benutzen werde. So, ja, ich weiß, dass man bei denen, wenn die schießen, eigentlich stehen bleiben muss, weil dann geht der Schuss von denen vorbei, die schießen halt genau in den Lauf. Aber manchmal geht es eben nicht so schön, wie man es gerne hätte. Wie ich es hasse, wenn der charge und gleichzeitig schießt. No. Egal, ist die erste Ebene, kommt sowieso kein Devil Room ohne Goathead. So, geh sterben. Geh sterben, geh sterben. Dankeschön. Und er gibt uns den Mission Range ab. Lohnt sich ja nicht mal zu Rewall. Rewall! Steht da, wenn man den D100 aufhebt. Rewall! Oh Mann, 10. Ah, ich glaube, da kann sich nicht mal selbst rewallen. Das ist eigentlich das Witzige daran. Da ist halt wie Missing No. Kann man halt immer wieder sein Glück neu herausfordern. Genug Geld für ein schönes Shop-Item. Hallo Shop. Oh, Steam Sale. Na, nehmen wir erstmal einen Steam Sale mit. Der wahrscheinlich rewalled wird, aber hey, immerhin. Passive Item und so. Wichtig. So. Gucken wir uns gleich mal einen Boss an. Scheiß auf den Itemraum. Na, obwohl, dann gehen wir zum Itemraum. So. Obwohl, nee, wir gehen zum Boss. Denn noch haben wir keinen Schaden gefangen. Das heißt, es könnte noch ein Dingsraum kommen. Pin. Okay, Pin ist machbar ohne Schaden. Wie jeder Boss im Keller. Aber Pin ist einer der einfacheren. Wenn man sich nicht relativ doof anstellt. So. Zack, zack, zack. Tiers Abnehmer mit und... 4-Shot. Ja. Wird sowieso irgendwann noch rewalled. Mal gucken. Aber bisher bin ich echt zufrieden. Ich traue mich gar nicht mehr zu rewallen gerade. Ich weiß ja, was dann rauskommt. Irgend so ein Mega-Mist. Böse Spinne. Renn weg von mir, Spinne. Renn weg. Hab Angst. Oder so. Ah, Klatuni. Ein HP-Up vielleicht? Ich weiß gar nicht, ob die HP-Ups dann auch rewalled werden. Und ob mir dann die HP weggenommen werden. Aber das wäre ja dann teilweise...
wäre dann teilweise der Tod, ne? Gute Frage. Ah, hier ist er. Zack, 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 zack. So. Ja, natürlich touchst du da ganz knapp noch vorbei. Und deswegen wollte ich halt zuerst den Bossraum machen, damit der Teufelsraum auch aufgeht. Infamy, oh, ist auch so ein gutes Item. Ich will gerade echt nicht mehr rerollen. Wir rerollen einfach beim nächsten schlechten Item. Machen wir uns den Spaß einfach. Was soll's? Geht ja um nichts mehr. Wir brauchen einfach... Siehst du, durch Reroll kann man übrigens auch Items bekommen. Und wenn man sie durchs Rerollen bekommt, zählen sie als gehabt. Also sie zählen als eingesammelt sozusagen. Also mit dem D100 kann man auch gut Glück haben, sag ich mal. Man kann da gut Zeug einsammeln. So, die Karte kommt. Hallo. Dankeschön, Dankeschön. Tschüss. Aha, aha, aha. Mach ich die One-Shot? Nee. Doch. Was zur Hölle? Wie viel Schaden mache ich denn schon? Ah, nee. So viel Schaden ist dann doch nicht. Wäre auch zu schön gewesen. So, ach, jetzt sehe ich ja gar nicht, was ich bekomme. Wobo, Baby. Friends till the bzzzt. Ist eigentlich schon mal ein schlechtes Item. Aber, nicht so schlecht, dass es rerollen würde. Aber das ist eigentlich das Geile. Beim D100 kann man zum Beispiel, wenn ich jetzt IP-Kack finde... Oder Tiny Planet, das mir zum Beispiel überhaupt nicht gefällt, kann ich natürlich das Ganze wegmachen wieder. Das ist natürlich auch cool. Es kann zwar noch schlimmer werden, aber hey, das ist dann die andere Seite der Medaille. So, hallo Shop, hast du ein passives Item für mich? Yo. Piggy Bank, cool. Rewall. Ah, Steam Sale ist weg. War zu erwarten. Was haben wir jetzt? Tag 2. Wir haben Tag 1 und Tag 2, oder? Ne, wir haben Tag 2 und Tag 105. Wir haben... Welches war das nochmal? Welches Item? Das wird gar nicht angezeigt. Bestimmt erst, wenn wir rausgehen. Oder? Irgendwas... Was war denn das für ein Item, was es machte? Wird nicht angezeigt. Doch, Cancer. Ne, dort, wie heißt das zweite von rechts macht dieses komische Karo-Muster. Oder Raute-Muster. Ja, doch. Aber trotzdem ist der Schaden echt nice. Also, zwei Schaden sieht aber größer aus. Was habe ich denn für ein Item, was das so groß macht? Habe ich Create Head behalten oder was? Merkwürdig. Egal. Block, 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 block. Also mit zwei Lasern kann ich auch gut leben. Jetzt IP-Kack finden? Obwohl, das hieß immer noch IP-Kack-Schüsse. Da bräuchte ich noch Chocolate Milk zum Beispiel. Habe ich letztens auf der Vita eine coole Kombination gehabt. Chocolate Milk und Tech 2. Und IP-Kack. Da hatte ich halt den Schaden von IP-Kack und habe halt aber nie IP-Kack geschossen. Das ist halt episch. Ah, hier fliegt zu viel rum. Ach, das ist ja meiner jetzt. Der hier. Stimmt. So, was kriegen wir denn? Ein HP ab. Na gut. Ausnahmsweise. Wir machen jetzt einfach mal den Spaß und rerollen immer, wenn wir es können. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Das war wahrscheinlich einer der dümmsten Ones ever und ich werde irgendwann einfach nur sterben, weil ich irgendeinen Mist bekomme. Aber hey, YOLO! Geh bitte tot, geh bitte tot, tot, tot. Da möchte ich hin. Dankeschön und wir bekommen, was ist das? Liberty Cap, okay. Besser als die dämliche Perle. Also der Schaden ist echt nicht verkehrt, ne? Durch die zwei Technologies und die normalen Tränen, also ist halt eigentlich eine schöne Kombination. Habe auch Tech 2 relativ gerne, weil kann man auch Kacke schnell aufmachen und so. Also es ist was Schönes. So, haben wir den Geheimraum vielleicht? Yo. Haben wir da was Schönes? Yo. Schaffen wir, dass da gleich der Shop ist. Ach nee, hätte ich gesehen. Na egal. So. Brauche ich nicht. So, noch einen Raum. Ah, wieso legst du keine Bombe? Ach, weil ich keine hab? Ah! So gut. Okay, dann gucken wir in den Itemraum rein und rerollen. Hoffentlich. Mal gucken. Yo. Rewall! Oh mein Gott, sind wir groß. Warum sind wir so groß? Was haben wir denn? What the hell? Oh, wir haben Scapula bekommen. Was haben wir denn noch bekommen? Warum sind wir so groß? Ah, Magic Mushroom. Und? Du musst doch irgendein... Ach, Ottmarschwurm auch noch. Oh Gott, wir haben beide Großmach-Items bekommen. Aber wir können fliegen. Ah, wir sind Lord of the Flies.
Weil wir jetzt mittlerweile genug Fliegen-Items hatten. Cool. Durch die 100 halt. Ah, wir haben Tough Love? Wie heißt's? Irgendwie so. Okay, und wir haben Lil Chubby. Das macht eigentlich echt Spaß mit U100. Einfach nur so irgendwas zu rewollen. Die Karte ist zwar schön. Wir nehmen aber noch ein Passive-Item. Ist mir lieber. Ich sehe schon, ich spende hier wieder gar nichts in dem One. Überhaupt nichts. Irgendwas haben wir auch, glaube ich, was die Karte aufdeckt. Aber nicht die Map. Haben wir den Mind? Nee, ich sehe es nicht. Merkwürdig. Hallo, Gördi. Ja, Mulligan, glaube ich. Ah, nee, das ist ja Lord of the Flies, stimmt. Da war ja was. Na. Huch, also. The Big Beautiful Fly hat dann nochmal getroffen. Ich dachte schon, die trifft nie. Nach einem halben Kampf, ey. Okay, ist ein passives Item, ist egal, hilft uns weiter. Was haben wir hier? Ein aktives Item, das hilft uns aber nicht weiter. Und ich kann es nicht mal rewallen. Meh. Gut, tschüss. Dover One, einfach nur ein Dover One. Aber wir sind schnell, 10 Minuten haben wir bisher gebraucht. Können wir immerhin unseren Würfel wieder aufladen. Das ist halt einfach nur cool, dass er eine Kombination aus die 4, die 6 und die 20 ist. Also alles, was im Raum rumliegt, kann der auch rewallen. Das ist halt echt episch. Ah, will was aufmachen. Hagalas. Und Tower. Ja. Ich hab Burning Bombs. Lol. Stimmt, ist mir gerade aufgefallen, als die Big Beautiful Fly hochging. So, ach, wir haben schon wieder Curse of the Blind. Libra. Cool. Wofür auch immer. Huch. Oh. Ja gut, lohnt es aber für uns eigentlich nicht, weil wir sowieso einfach alles aufheben und dann rewallen. Eigentlich geht es beim D100 Bus darum, möglichst viele Passive-Items aufzuheben, damit man möglichst irgendeine Kombination dann hat. Huch. Ja. Hier ist ein blauer Stein dabei, machen wir mal kurz auf. Dankeschön. Huch. Ach, jetzt hört mal auf hier. Tour of Clubs verdoppelt die Bomben. Und rewall! Tammy's Head, Oh mein Gott, wir haben EP-Kack. So kann man es natürlich auch herausfinden. Und wir haben 99 Bomben, wir haben Pyro bekommen. Und Money gleich Power. Was haben wir noch? Ach, man sieht es halt nicht mehr. Oh, wir haben Double Shot. Ach du Scheiße. Double Shot EP-Kack. Ah, Daddy Longlegs, okay. Ach, wir haben übel wenig Range. Ach du Kacke. Nächsten 6 Räume werden bestimmt eine Qual. Wir haben echt mega wenig Tiers, ne? Quasi null. Das ist schon echt geil. Double EP-Kack Piercing Shot. Das ist so geil. Okay. Ja, den mag ich nicht so. Bleib ich lieber bei Liberty Cap. Wir sind halt auch immer noch so groß, ne? Wieso sind wir immer noch so groß? Ah, Tammy's Head kann ich rewallen eventuell. Wenn noch 6 Räume sind, dann kann ich Tammy's Head rewallen. Yeah, sowas nicht gedacht. Au. Am besten wäre noch Splash Damage dazu. Temperance. Sprengen wir. Na, wohl. Na, weiß nicht. Lass ich erstmal liegen. Das Tour of Clubs eigentlich total sinnlos aufzuheben. Fällt mir gerade so auf. Yeah. Huch, war hier ein. Hä? War hier ein Dingens? Ah, da war bestimmt. Ah, da muss da so ein Kopf gewesen sein. Na gut. So, hier lebt irgendwo noch was. Da. Jetzt nicht mehr. Okay, noch 3 Räume, dann darf ich wieder. Irgendwie drücken gerade meine Kopfhörer unheimlich. Warum auch immer. Eigentlich drücken die nie. Wahrscheinlich sind meine Ohren über Nacht größer geworden. Kommt ja so im Alter. So, zack. Nix für mich. Obwohl, muss ich erstmal angucken. Puberty, was haben wir? The Fool, okay, Müll. Und Stärke, ja, noch größer. Noch größer kann ich kaum noch werden. Mein Gott. Das ist so dumm mit IP-Kack.
Das ist einfach nur so dumm mit IP Kack. Flop. Und flop. Und flop. Und flop. Flop. Weil es auch so wenig Tiers sind, ne? Also. Flop. Ups. Okay, wir haben schon nicht Pyromanic, das ist schon mal fest. Gut zu wissen. So, Raum geschafft. Okay. Noch einer können wir Tammy's Head da unten rewallen. Mom Hände. Na kommt. Wow. Okay, Mom Hände rewallen. Mach erstmal die Tour auf Klaps weg, die nerven nur. Das war der Fool, ne? Ja. Ah, da ist noch ein Shop. Was haben wir hier noch? Tempoins. Genau, das wollte ich mitnehmen. Und zwar, zum einen will ich da... Ja, genau. Klar. Klar. Pass auf. Voll der Plan. Machen hier Tempoins. Spenden hier unser gesamtes Blut. Soweit wir eben dürfen. Nein, wir haben Bumpfriend. Oh, ist das doof. Egal. So. Geh. Okay. So, was haben wir jetzt? Okay. Lustige Tränenkombination. Wir haben Charm-Tiers, wir haben Freeze-Tiers, wir haben... Weiß gar nicht, was das Gelbe ist. Ich glaube, von Mams Parfüm. Was haben wir jetzt hier rausgewürfelt? Cursed Eye. Oh. Na, zum Glück können wir bald wieder rewallen. Wieso schießt eigentlich gerade nach links und rechts? Ach, es war die Pille. Oh, wollte gerade sagen. Und Justice. Na gut, dann ab zum Shop. Es ist einfach nur so ein geiler One. Die 100 macht eigentlich echt Spaß. Das ist echt mal sowas, was echt Spaß macht, finde ich. Ist nicht unbedingt nützlich, aber es macht einfach nur Spaß. Wenn man alles hat, können wir dann mal gucken nach dem One, ob ich irgendwas freigeschaltet habe. Immerhin, ne? Ist er möglich? Wir würfeln ja hier immerhin einmal 50 Items teilweise, ne? Also ich glaube aktuell haben wir so um die 20. Weiß nicht. Bestimmt. Ja, 20 Items neu würfeln ist schon relativ krass. Na gut, das Cursed Eye stört jetzt wenig, da ich hier auch relativ schnell so Buttons smashen kann. So, das ist halt die Frage der Fragen. Ob da oben rechts noch was kommt an Räumen. Ich denke mal eher nicht. Wir machen mal uns den Spaß und rewallen einfach mal. Flump. Und bam, können wir uns wieder was leisten. PhD. Mit einer Health-Up-Pille. Okay. Was habe ich denn jetzt? Oh, Number One. Aber mit Poly, schätze ich mal. Polyphemus, weil wir schießen unheimlich langsam. Wir haben die lustige blaue Fliege, wir haben Haunted, wir haben Juicy Zack, wir haben Harlequin Baby, wir haben den Dolch, Attack Fly, Little Steven, Smart Fly. Leo natürlich. Celtic Cross sehe ich noch. $3 Bill haben wir. Upsi. Ach, cool. Ah, das ist Celtic Cross natürlich. Praktisch. Okay. Und ein HP up again. Gut. Wir haben jetzt ein paar viele HP, finde ich. Weiß nicht. Ist ein bisschen blöd eigentlich. Obwohl, kann eigentlich nur helfen, wenn man viel HP hat. Haben wir nochmal Curse of the Blind? Ne, haben wir nicht. Curse of the Darkness. Ja, natürlich. Sieht man doch. Greif gerade bewusst so nicht an, weil wir unheimlich wenig Schaden haben. Also beziehungsweise unheimlich schlechte Range. Und wenig Tiers. So, Seelenherz. Challenge-Raum. Stimmt, wir haben ja Leo. Das ist halt das Schwierige, weil beim D100 sich immer wieder neu drauf einzustellen, was man dann eben gerade hat, ne? Man kann ja auch einmal unheimlich viel Pech haben. Iron Wizard. So, ich bereite diesen Raum vor. Wir spenden wahrscheinlich in diesem One fast nichts. Oh, cool. Ich kann weiterspenden, obwohl ich den Celtic Cross-Effekt gerade aktiviert habe. Praktisch. Okay, ich muss von oben weiter spenden, sonst kriege ich hier das Geld aussehen aufgehoben. Dam da dam da dam 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 da dam dam. Wobei ich die 5er und 10er schon gerne aufheben würde. So, diesen Raum bereite ich halt wirklich nur für einen D100 vor. Es ist so übel.
So. Warte mal, der 10er ist gerade so relativ weit oben. Genauso die 5er hier. So. Und das bitte noch. So. Wunderbar. Und raus hier. Wir brauchen ja nicht mehr so viel Assist. Ich kann auch hier mit der blauen Fliege lustige Gegner töten, aber die ist halt relativ schwach. Zumindest für die Stelle, wo wir gerade sind. Oh, was haben wir hier? Justice. Das machen wir im Raum davor. Oh, Treuebombe. Moment. Die vergesse ich sonst. Oh, da war ein Skeleton-Key dabei. Cool. Ach so. Haha. So, noch einen Raum. Haben wir die One-Hand wieder voll. Oh. Oh. Böse Gegner. Ups. Dann können wir ja noch in den Itemraum reingucken. Da schon mal das Item nehmen. Oh, was haben wir hier? Chaos Card. Lol. Die nehmen wir erstmal mit. Das steht schon mal fest. So. Na, egal. Ach so, nee, nicht egal. Wir nehmen es erstmal auf, dass es aus dem Itempool raus ist. Und dann rewallen wir aber erstmal das da oben. Den vorbereiteten Raum. Siehste, nee, wir können noch in den Shop reingucken. Der ist ja auch kostenlos. Hi. Okay, da haben wir schon mal Pillen oder Karten. Und wir werden nun doch ein bisschen was spenden. Soweit wir eben dürfen. Oh, health up again. Ich fass es nicht. Eine Münze. Kommst hier mit 50 Münzen an. Ich glaube, ich muss mal lesen, ob man hier irgendwie das beeinflussen kann. Ey, das ist ja furchtbar. Eine Münze. Dann ist ja auch egal, ob ich jetzt hier, ne, Zeugs mache. Könnte ich noch zweimal spenden, ohne weitere Probleme. Leider kein Celtic Cross-Effekt, schade. So, jetzt machen wir einfach die 100 Reroll Power. Oh mein Gott. Das ist so geil. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Okay. Was haben wir denn so? Tour of Spades, verdoppelt die Schlüssel. Hätte ich vielleicht später benutzen sollen. Wir haben Guppy's Head. Wir haben... Oh mein Gott, wir haben so viel Zeug. Oh mein Gott, es wird immer mehr. Was bist du? Okay. Was bist du für eine Pille? Io Wizard. Pheromone. Was bist du für eine Karte? The World. Okay. Tears up, nice. Das sind alles nur halbe Herzen. Da ist ein ganzes Herz, das wollte ich. Ich frage mich, wie viel Schaden wir haben. Aber wir schießen lustig, guck mal. Wenn unser Kopf ganz oben ist, schießt er nach unten. Das ist irgendwie cool. So, haben wir noch irgendeine gute Pille? Io Wizard. Pheromone. Pheromone, Io Wizard. Die blaue da kenne ich gerade nicht. Tears down, okay. The Lovers. The Lovers ist cool. Huch. Ah. Damn you. Da habe ich nicht aufgepasst. So, dann haben wir Matchstick. Was ist das für eine Pille? Health down. Was willst du für eine Pille? Puberty. Okay. Sonst noch irgendwas von Interesse? Die Kisten sind alle offen. Die Chaos Card nehmen wir natürlich wieder mit. Die wollen wir nicht rewallen. So. Gehen wir erstmal nach links. Gehen wir erstmal nach links. Und füllen unseren D100 wieder auf. Einfach nur für Rewall Power. Das ist so nice. Damit habe ich auch mal. Weiß gar nicht, war das in The Lost One? Bin mir gerade nicht sicher. Folge 79 oder so, ne? Oder Folge 80, irgendwie so. Da habe ich, glaube ich, auch mit dem D100 mir einen One schön gemacht. Oh mein Gott, ich habe... Achso, das Liberty Cap Effekt. Ach, ich wollte gerade sagen, warum schieße ich so unterschiedlich schnell? So, haben wir Stompy? Ah ne, wir haben Fliegen, okay. Ah, das Geld ist egal. Was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall Giftschaden mit normalen Tech 1, was natürlich jetzt nicht so das Schönste ist, aber der Schaden ist ganz okay, von daher passt es auch wieder. Aha. Was bist du? Eine Tears-Up-Pille? Was bist du? Eine Müllpille. Na gut. Übrigens, man könnte natürlich die Pillen alle nach oben rechts schaffen und in aller Ruhe den Raum noch mehr füllen, aber das ist dermaßen unnötig, weil der ist schon so voll. Und ich kann ihn noch voller machen, weil ich ja schon wieder Leben habe. Oh mein Gott. Pillentime! 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 Und wir kommen nur in eine Tears-Down.
eine Io Wizard und eine Bad Trip Pille. Aber die Bad Trip Pille ist episch. Die ist ja richtig episch. Die nehmen wir erstmal kurz mit. Moment. So, drei Räume noch. Die sind hoffentlich alle drei hier links gefüllt. Aber das sind ja große Räume, also denke ich mal schon. Ah, guck an, Haunt. Lil Haunt. Ach Gott, ist einfach zu treffen, wenn man hier diesen komischen Guillotine-Effekt hat. Den mag ich ja nach wie vor nicht. Ah, da. So. Blub, 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 blub. Aber bis jetzt hat mir am meisten eigentlich der EP-Kack Spaß gefallen. Double-EP-Kack. Aha. Und Miniboss Sprite. Na okay, Sprite ist schnell tot. Und drop gerne mal eine Karte. Ja. Und er gibt uns Death. Gut. Die Bad Whip ist auf jeden Fall ganz cool, da wir uns damit nochmal voll heilen können, wenn wir uns jetzt an dem lustigen Automaten nochmal leer bomben. Das wird so nice. Oh Mann. Okay, hoffentlich explodiert jetzt nicht. Also er muss jetzt noch durchhalten. Der Blutspender-Automat muss jetzt durchhalten. Los. Go for it. Wir haben jetzt halt keinen Celtic Cross mehr, aber egal. Oh, das ist schon wieder 10 Penny. So, gucken. Meine Seelenherzen muss ich jetzt halt auch opfern. Sonst wird die Bad Trip Pille nicht zur normalen Pille. So. Heilen. Und weiter geht's. Ja, ne? Schon ziemlich voll, würde ich sagen. Oh, jetzt. Oh. Nicht so viel aufheben. Plotback nehmen wir mit, einfach nur um uns zu heilen und ja, um ein weiteres Passiv-Item zu haben. Dann schauen wir mal. Weewall! Okay, wir haben einen Quarter. Und viele, viele, viele Kisten. Er hatte keine Energie dabei. Ich überlege gerade, vier Räume noch. War im Shop eine Energie? Na, vielleicht ist er in der Kiste eine Energie. Mal gucken. Was haben wir denn? Oh, wir haben irgendwas mit Charge. Aber unheimlich langsam. Was sind das denn für Tränen? Das sind Flaming Tears mit Charm Shot? What the fuck? Tears up, okay, nützlich. Io Wizard, okay. Pheromone. Hm. Ach, guck an, Goathead. Ha, jetzt muss ich ja wohl irgendwie durch. Zum Glück kann ich das meiste eh nicht mehr aufheben. Bob's Rotten Head. Da sind noch zwei Kisten. Quarter, was haben wir hier noch? Bad Trip again. Chaos Card, aha. So. Also außer Schlüssel kann ich eh nichts mehr aufheben, das ist echt gut. So, dann haben wir den Bobsworten Head, brauchen wir eigentlich gar nicht. Warte mal, wir können aber mal gucken, ob hier links, kann hier der Geheimraum sein? Müsste, oder? Ja. Ah ne, den Geheimraum hat man schon. Haha. Da war ja was. Gut, dann... Puh, alter Falter, ist das schon mal was Besseres? Was haben wir denn noch so? Ah, die ganzen Trinkets muss ich mal kurz loswerden. Ach verdammt, das Geld kann ich natürlich noch aufheben. Das ist natürlich doof. Hm. Dann, was haben wir denn noch? Das war eine Müllpille. Die ganzen Karten, das ist so übel. Ah, ich will die Karten eigentlich nicht aufheben. War im Shop eine Energie? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nee. Was hab ich denn für einen komischen Schuss? Achso, nee, ich habe den. Ach, den komischen Aufladeschuss, stimmt. The Fool. Hm. Ich könnte natürlich meine HP einfach mal runtersetzen lassen. Weil. Ach, wir haben wieder Zombie, okay. Weil prinzipiell ist es sowieso Wurst. Hypo ist das. Was haben wir hier? Pheromone, okay. Ja, prinzipiell ist es sowieso Wurst. Ach, guck an. Flump. Flump. Ach Gott. Diese Flaming Tears. Ah, wir haben eine viel zu lange Charge-Zeit, ey. Es ist echt übel. Ah, wir dürfen den Bossraum noch nicht machen. Stimmt. Ach, du Arschvieh. Oh, gut, hat noch gezählt. Tick. Bad Trip. Wir haben kein Geld verloren, als wir getroffen wurden. Muss ich den Raum jetzt wirklich so stehen lassen? Das wäre ärgerlich. Warte mal, haben wir noch irgendwo ein Feuer oder sowas? Eine Bombe? Nee. Ich könnte mich zwar auch mit Bomben beschädigen, aber das will ich mir eigentlich ersparen. Dauert nämlich viel zu lange.
Da, Feuer. Ach, wir haben Holy Mantle. Auch nicht schlecht. Ach, guck an. Wir haben Gimpy. Oder Funny Pack, je nachdem. Ich will jetzt halt nach oben in den Raum und da gucken, ob da vielleicht noch was zu holen ist. Aber ich bezweifle es. Sieht sehr schlecht aus. So. Stimmt, man sieht auch, dass wir Gimpy haben. So, was gibt's denn hier? Eine goldene Kiste mit Abel. Okay. Immerhin ein Passiv-Item. Das ist so krass. Der Schuss braucht so Ewigkeit, um aufzuladen, aber wenn ich halt treffe... Ah, das sind Homing-Shots. Homing-Flaming-Tears. Deswegen sieht das auch so komisch aus. Und, ja, ist einfach nur... Oh mein Gott, ey. So, alles aufheben. Alles aufheben, alles aufheben. Abfahrt, alles aufheben. An die ganzen roten Herzen. Alter... So, was haben wir denn noch? Wir haben noch The Sun. Was haben wir noch? The Devil. Haben wir noch den Spaß? Pheromone, Bad Trip. Ich könnte natürlich auch die Chaos Card weiterhin mitnehmen. Aber die Bad Trip ist natürlich auch verlockend irgendwo. Erstmal wieder ein D100 mitnehmen, natürlich. Und wir nehmen das mit. Können wir was öfters einsetzen. Haben wir mehr Spaß dran. So. Na gut. Überleg schon mal einfach mit der Chaos Card zu besiegen, damit sie weg ist. Plag. Plag. Oh, nicht Plag. Plag. Huch. Ach stimmt, ich habe ja Holy Mantle. Das ist eigentlich eine echt epische Kombination ist mit den komischen Schüssen, die ich habe. Naja. Gut, wir waren das letzte Mal in der Chest, also gehen wir heute in den Dark Room. So, hoffentlich habe ich hier noch Glück. We need to go deeper. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ja. Nur geschaut, ob dann ein Quartz Base rauskommt. Egal. Oh, mal kurz anders hinsetzen hier. Das ist ja... Gott, Alter, dieser One. Das ist... Oh nein, Womp XL. Heißt zwar viele Räume, aber heißt halt auch weniger Items. Eigentlich auch weniger Räume, ne? Weil ist ja alles dann quasi eins. Was, man kann mit Kacke Brücken bauen? Das wusste ich auch noch nicht. Ich dachte immer, man braucht da wirklich Steine dafür. Dass es mit den Köpfen geht, wusste ich auch mit Kacke. Ist aber auch selten, dass da Kacke in der Mitte ist. Wahrscheinlich aber auch nur, wenn man sie wegbombt. Und nicht, wenn man sie kaputt schießt. Upsala. Na, ja, Holy Mantle. Gut, dass ich ihn habe. Machen wir es einfach jetzt mit dem scheiß Baby. Schieß drauf. Oh, war ein blauer Stein dazwischen. Guck an. Wäre schon mal ein Raum, den ich mir... Halt. Nein. Damn. Den ich mir aufsparen wollte, wollte ich sagen. Ein Seelenherz. So. Und Würfel Spaß. Reroll. Aha. Was haben wir? Tour of Spades. Verdoppelte Schlüssel. Okay. Was haben wir hier? Flump. Komm hier auf. Blood Penny. Hatten wir den schon mal? Haben wir ja erst freigeschaltet vor einiger Zeit, ne? Na gut, was haben wir denn? Wir haben Whopper Tears mit Chocolate Milk. Aber wieso war das gerade so groß und jetzt nicht mehr? Hä, das ist merkwürdig. Ach, weil es bestimmt noch vom Charakter davor geladen war. Also wir haben Schilde-Tears, Wabber-Tears. Oh mein Gott, das ist so dumm. Das ist doch auch Homing-Tears, das sehe ich doch. So wie das denn hinterhergerannt ist gerade. Ja, aber sowas von. Oh, das ist ja episch. Hier lernt man auch Kombinationen kennen, die einfach nur episch sind. Oh mein Gott. Das ist so dumm, dieses Weaver. Wir haben auch Splitshot eigentlich, aber die explodieren halt nicht. Deswegen ist es eigentlich egal. Wir haben Little Brimstone, wir haben... Oh, Dark Bum. Kane's Other Eye, Little Gish... Oh. Das waren sie eigentlich schon fast die wichtigsten. Huch. Das hat mich schon gerade getroffen. Habe ich meine eigene Kugel getroffen? Oder ist er in mich reingelaufen? Na egal. I Wizard again.
Wenigstens rewallt er das nicht, ey. Das wäre ja erst krank. Da wüsste man ja nie, ob man was aufheben darf oder nicht, ey. So, was haben wir hier? Kann es sein, dass ich Sacred Heart habe? Nee, dafür schießt es zu schnell, oder? Doch, es könnte sein. Es könnte durchaus sein. Okay, wir gehen nochmal nach unten. Rewallen wieder in diesem lustigen Raum hier. Hi. Und hier sind bisher die meisten Items drin. Okay, ich habe Item Snatcher, ich habe den Halo, ich habe relativ normale Tränen. Oh, ich habe magnetische Tränen. Ich habe nicht den Item Snatcher. Bob's Brain, Röntgenbrille, Unbesiegbarkeit, Holy Water. Oh, ich habe Isaac's Heart. Man sieht es bloß ganz schlecht. Hm. Okay, ich glaube, das ist nicht so gut, was ich jetzt gerade habe. Das ist relativ schlecht sogar. Piercing Shot, aber nicht so gut. Bob's Brain nervt mich jetzt schon wieder. Es ist so ätzend, das Ding. 99 Geld. Jo, läuft, ne? Ist hier der Geheimraum zufälligerweise? Das ist so ein stumpfer One. Also, es ist fast so stumpf wie der One davor. Ist da unten der Geheimraum zufälligerweise? Nee. Tja. Dann gucken wir weiter. Vielleicht ist er dann hier rechts irgendwo. Ah, ich will schnell rewallen. Das ist kein schönes Bild, was ich gerade erwischt habe. Mit diesen magnetischen Tränen, gerade solche Gegner. Was hat mir denn jetzt schon wieder Schaden gemacht? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir irgendwas, was uns ein Schild gibt. Was ist das? Ich weiß gar nicht, ob das auch das Polaroid Reward. Das war ja dumm. Ah, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Huch. Was? Hat mich schon niemals getroffen. Arschvieh. Oh, wir haben Maggies Schleife. Jedes Herz heilt doppelt so viel. Reward! Was sind wir jetzt? Schon wieder magnetische Tränen. Aber immerhin Splash Damage, Cross Tears. Samsung's Chainball, wieder das Necro Baby. Ach, stimmt, ach, wir haben ja das. Natürlich, wir haben ja das, Herz gehabt vorhin, deswegen wurden wir so komisch getroffen. Die sind natürlich echt eine Qual, wenn man diese magnetischen Tränen hat, weil die so rumwobbeln nach dem Schuss. So. Zack. Trollbombe. Du Troll. Aber wir haben irgendwas, was uns die Karte anzeigt. Und zwar wahrscheinlich The Mind. Gehe ich mal schwer von aus, weil so viele Items gibt es ja nicht, die das machen. Aber es ist gut. Och, wir haben Bob's Curse. Guck an. Ah, Creed. Danke für die Steam-Sale. Wieder ein schönes Passiv-Item, was wir rewallen dürfen. Dann gucken wir mal noch da oben rein. Hoffentlich schaffen wir den Raum jetzt hier schadenlos. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, gut, so viel dazu. Aber was willst du auch machen mit solchen dämlichen Tränen? Und entweder wir haben Kills Heals oder wir haben Regeneration. Eins von beiden haben wir auf jeden Fall. Wow. Ah, wir haben Infestation 2. Guck an. Geh. Geh. Man zieht halt so ein Monster einfach mal episch hinter sich her. Das ist total doof. Drop mir mal bitte ein Herz. Ach, schade. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr Maggies Schleife. Rewall. Ach, hätte ich nicht aufheben sollen. What the hell? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben Quadshot Knife, Tiny Planet, Cross Tears. Oh mein Gott. Gemini, das Necro Baby. Again? Hatten wir schon dreimal. Zufall? Ich glaube nicht. Aber leider ist halt der Quadshot nur sehr selten ausgelöst. Oh, wir haben aber echt wenig Schaden. Oh oh. Wir haben echt wenig Schaden. Und wenig Luck. Unheimlich wenig Luck. Ah. Cooles Item, wenn ich nicht schon fliegen könnte. Gehen wir erstmal in den Curse Room. Das Beste ist gerade wirklich, nicht einmal einen Gegner reinzustellen, ey. Ah, ist jetzt mal getriggert. Cool. Also wenn es triggert, ist es cool, aber ansonsten ist es echt irgendwie doof mit dem Messer, weil das Messer immer nur rechts raus, also von, ne, also so rum halt, im Uhrzeigersinn sich dreht. Also nur beschränkt nützlich. Du musst halt immer alles triggern. Also ich bräuchte halt echt mehr Luck. Dann würde es echt viel, viel nützen. Das Cross-Tiers. Ist schon relativ nice. Sieht zumindest lustig aus. Hatte ich noch nie in der Kombination. Hui. Ich bin ein Kreisel. So. Ah, ganz toll. Auch eine super tolle Pille. Was haben wir hier noch für eine Pille? Was ist die zweite? Pheromone. Aber jetzt habe ich Item Snatcher, wie man sieht. Ich ziehe nämlich alles an. Okay. Dann. Ach, gehen wir schon mal Richtung Boss. Langsam, aber sicher. Das ist eine riesengroße Ebene. Ach Gott.
Ne, wir ziehen auch Gegner an. Scheiße, unsere Knives sind magnetisch. Ach du Scheiße. Ganz großes Kino. Kein Schaden, unmagnetische Knives. Naja, was soll's. Wunderbar. Und Rewall! Oh, wir haben Epic Vitis. Mit Quadshot. Holy Water. Wir haben nicht mal viel Offensichtliches, finde ich. Weiß ich nicht. Nö, wir haben echt nicht viel Offensichtliches. Also entweder haben wir viel Schaden oder sowas bekommen. Oder viele HP Ups, aber... Ah, das war nicht so klug, ne? Hätte ich mir aufheben sollen. Einmal so kurz die HP leer gemacht. Geht klar. Aber wir haben ja gerade ein gutes Setup. Passt schon. Und in der Zwischenzeit kann ich mich ja hier hochheilen, da wir jetzt hier alles kostenlos aufschlagen dürfen. Und relativ schnell. So. Oh, oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Zum Glück können wir hier fliegen. Ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile Guppy sind. Ach, siehst du, Quests haben wir immer noch. Also manchmal behält man Items echt lange, ne? So. Wenn wir mich nur kurz heilen, dann rewallen wir. Rewall! Na, wieder voll geheilt, guck an. Immer noch Epic Fetus. Kann sein, dass man manches nicht wieder wegbekommt, wenn man es einmal hatte. Das wäre ja echt komisch. Wie zum Beispiel mit dem Quadshot, ne? Krieg ich nicht wieder weg. Ah, jetzt kann ich das Fadenkreuz viel schneller bewegen. Ist auch interessant. So, was haben wir denn? Tears down, Health down, Bad Trip, Bad Trip. Pheromone, wow, was für ein Pillenraum. Unfassbar. Na gut. Es kann natürlich sein, dass man mit dem D100 nicht immer alles komplett wieder wegmacht. Aber das wäre eigentlich echt doof, ne? Mein gut, zugegeben, es ist schon relativ nice jetzt, was ich habe, aber zum Beispiel die Crosshorns kriege ich auch nicht weg, so wie es scheint. Oder ich habe einfach nur Glück zur Zeit. Ist schon merkwürdig. So, ein weiteres Passiv-Item, danke sehr, und auf zum letzten Boss. Also, ne, zum zweiten Boss. So. Ja, viel Schaden aber nicht gerade drauf. Könnte besser sein. Na gut. Ja, wenn ich das wisst, was ich mitgenommen habe, ne? Wollte ich in die Chest oder in den Dark Room? Wir wollten den, ich glaube, ich wollte in den Dark Room. Mal gucken, ob ich rein darf. Aber es ist eh bloß ein Fun One mit dem D100 gerade. So, hallo. Oh oh, ich habe wirklich, ich habe Pyromanic. Oh mein Gott, ich bin unbesiegbar. Epic Feat ist plus Pyromanic gleich unbesiegbar. Mit so viel HP auf jeden Fall. D100, Rewall! Zack. Oh, wir haben wieder Messer. Okay, Epic Feat kann man also loswerden, zumindest mit dem Messer. Aber Kostis habe ich immer noch. Und viel Schaden sieht anders aus. So, wie viel Lack habe ich jetzt eigentlich? Immer noch nur eins. Das ist irgendwie komisch, dass sich die Stats nicht verändern. Oh Gott, wir haben echt keinen Schaden. Oh Mann. So. Jetzt wird es echt langsam schwierig. Wenn ich so einen Mist bekomme, ist es natürlich relativ schwierig. So. Drei Münzen lohnt sich auch nicht wirklich zu rewallen. Gott, bin ich langsam. Was zur Hölle, wieso kam der nach unten getoucht? Ich war nicht mal in seiner Linie. Naja. So, noch drei Räume, dann wird es hoffentlich wieder was Besseres. Hör auf zu springen. So. Ich glaube, man heilt sich auch gerne mal ein bisschen, wenn man rewallt. Was auch irgendwie merkwürdig ist, aber... Hey, es ist der D100. Was soll man sagen? Es ist halt einfach nur ein Fun-Dings-Würfel. Also wirklich einen praktischen Nutzen halt wirklich selten. Gut, man kann halt wirklich so lange rewallen, bis man was irgendwann was wirklich Gutes bekommt. Weil irgendwann bekommt man was relativ Gutes. Wie jetzt halt zum Beispiel, was ich davor hatte, Epic Fetus plus Pyromanic. Rewall! Und wir haben Dr. Fetus. Oh, ohne Pyromanic. Und ohne viel Schaden, so wie es scheint. Das könnte relativ anstrengend werden jetzt.
Na. Ja, das meine ich. Wir machen nämlich echt wenig Schaden mit diesen Bomben. Zack. Manchmal ist es echt komisch. Manchmal hat man das Gefühl, als ob man ja jedes gute Item bekommt. Und manchmal hat man echt den größten Mist. So. Ich habe immer noch den Lord of the Flies, aber irgendwie nützt er mir nicht so viel. Mit Dr. Fetus. Dr. Fetus ohne Schaden ist halt echt schlecht, muss man sagen. Klar kann man jeden Geheimraum mitnehmen, aber so spät im Spiel ist er echt schlecht. Deswegen nehme ich ihn auch mittlerweile relativ selten, relativ ungern. Ah. Huch. Ach, da ist ein Stein geblockt worden. Habe mich schon gewundert, wo er geblieben ist. Ach, du scheiß Champion, hältst viel zu viel aus. Stirb jetzt gefälligst. Alter, wie viel der aushält. Och, wir machen echt keinen Schaden. Das ist gerade das Schlechteste, was wir bisher hatten, glaube ich. Klar, ich kann die Bomben halt spammen wie Sau, weil ich relativ hohe Tiers habe, aber die machen halt überhaupt keinen Schaden. Ja, gut. Schön, dass einer nach links und einer nach rechts charged. Puh, so, ist das eine gute Pille? Ne, Spirit-Pille. Okay. Gott sei Dank. Halbes Herz, wow, wie gnädig. So, nur noch drei Räume irgendwie überleben. Das ist sogar mein angenehmer Raum in der Hinsicht. So, 10 Herz nützt uns nicht sehr viel. Noch 2, auch ein angenehmer Raum. Dankeschön, liebes Spiel. Du bist sehr nett gerade. Jetzt bloß noch einer. Ah ne, Weevil! Und wir haben... normale Tränen. Wir werden irgendwie immer schlechter, kann das sein? Weiß nicht, irgendwie haben wir gerade gar nichts. Hä? Wir haben kein Baby, wir haben ganz normale Tränen. Was haben wir denn aufgehoben? Also, nur HP habt oder was? Die machen überhaupt keinen Schaden. Alter, wir werden immer schlechter. Das ist echt merkwürdig, dass man dann manchmal echt... Als ob man nichts gefunden hat, wirklich. Also, als ob man nur HP-Ups hatte. So ist das gerade. Ich hatte ein Halo of Flight, ich hatte Pyro, das sehe ich. Ich hatte... Nö, das war's, glaube ich. Mehr habe ich nicht gefunden, angeblich. Aber 20 Items? Was zur Hölle? Die Tränen machen halt auch echt nichts. Da ist vielleicht noch ein Tiersub dabei oder sowas, aber das war's dann auch schon. Hm. Aber jetzt echt 2 oder 3 Mal Pech gehabt hintereinander. Wenigstens heilt der D100 wieder relativ schön. Zumindest etwas. Oh, letzter bitte. Jawohl. Na komm. Erscheine. Sehr schön. Tot. Tja. Ja, was wir ohne Animation angegriffen? Was war das denn gerade? Genau die Animation habe ich gerade vermisst. Interessanter Bug. Was haben wir gerade für Items? Wir haben nix. Als ob wir kein Item gefunden haben. Wir haben vielleicht ein Damage Up und ein Tears Up. Und ansonsten war's das. Merkwürdig. Echt merkwürdig. Keine Ahnung, was er mir jetzt für ein Item gegeben haben soll. Wahrscheinlich 10.000 HP-Ups. Anders kann ich es mir nicht erklären, wenn ich ehrlich bin. Ja, du mich auch. Die sind halt so unmöglich auszuweichen. Weil die halt immer genau so fliegen, wie man läuft. Das ist so unfair. Aber ich brauche noch 2 Räume. 3 Räume. Fuck. 3 Räume. Ich würde nämlich gerne bei dem Blutspendenautomaten kurz mal, ne, ein bisschen was spenden und wieder meinen Rewall machen. Ach, toller Raum. Zumindest liegt hier ein Herz drin. 3 Räume. Hm. Kann sein, dass ich zuerst einen Satan machen muss, aber ich würde gerne vor dem Satan rewallen. Denn so gut sieht es gerade nicht aus. Hoffentlich sind hier noch 2 Räume oder so. Na, toll. Geld. Will ich mit Geld? Guck mich doch mal an, wie viel Geld ich habe. Toll. Gut. Muss mit diesem Setup jetzt Satan schaffen. Na, das wird interessant. Ich benutze, glaube ich, die Chaos Card. In der letzten Phase. Wo? Ha. Haha. Stimmt, das ist ja ein 3-Phasen-Kampf. Die erste Phase dürfte ich so hinbekommen. Die ist nicht so schwer. Was haben wir für Bomben? Wir haben normale Bomben. Das ist... Hä? Wir haben nix.
echt merkwürdig. Entweder wir haben es gerade wieder kaputt gemacht, wie vorhin mit dem Sharp Black. Aber selbst, hä? Es ist total komisch gerade. Hm. 3, 2, 1, Bam. Stirb. Schön, dass er schneller ist als ich. Fast zumindest. Genauso schnell wie ich. Das wird lustig, wenn die jetzt chargen. Hm. Könnt ihr mal bitte in Phase 2 übergehen und Brimstonen? Ja, gut. Gut. Ich mach keinen Schaden. Das wird mein Todesurteil. Also in Phase 3 benutze ich die Chaos Card. Und hoffen, dass ich so weit komme. Weil, Alter, wie lange ich für diese Phase schon brauche. Ich bin einfach zu langsam für die. Guckt's euch an, das ist übel. Hab genau die gleiche Geschwindigkeit wie die. Vielleicht einen halben Tick schneller. Ist auch schön, wie ich sie genau so töte, dass sie fast beide gleichzeitig sterben. Stirb. Oh Gott. So, Phase 2 muss ich irgendwie so schaffen noch. Und ich probiere jetzt einfach mal. Ja, geht einfach zu Phase 3 über. Scheiße. Nee, er zählt als besiegt. Oh, Gott sei Dank. So. Ach, ich kann ja gar nicht rewallen. Ich könnte kotzen. Ich kann nicht rewallen. Scheiße. Ich muss jetzt hier noch zwei Räume irgendwie schaffen. Aha. Ah. Natürlich kommt jetzt hier Krampus. Hm, genau. Ist klar. Ach, Mann. Ich glaube, es gibt irgendwie so ein Cap, bei dem man zu viele Items hatte. Und dann gehen halt alle Items bloß noch raus. Also dann kriegt man keine neuen mehr. Stimmt. Ich habe eine Ahnung. Ich habe echt eine Ahnung. Aber das wäre eigentlich ein doofes Feature, wenn man schon sowas wie ein D100 einbaut. Ja, wir werden sehen. Ich versuche jetzt ja noch zwei Räume zu überleben. Also diesen und noch einen. Irgendwie zumindest. Mal gucken. So schwer ist Krampus jetzt auch eigentlich nicht. Aber das wäre eigentlich echt jetzt ärgerlich, ne? Hat jetzt so schöne Builds dabei. Also ich habe eine Ahnung. Wenn, ich habe schon mal einen Speedrun bei YouTube gesehen. Da hat einer mal wirklich ausgereizt das Ganze mit einem D6. Und immer wieder rewalled und immer wieder rewalled. Und irgendwann kam bloß noch HP-Ups. Und ich glaube, das ist mir gerade passiert. Deswegen heile ich mich auch immer, wenn ich jetzt rewalle. Weil ich immer nur HP-Ups finde. Sozusagen. Weil es irgendwie so eine Obergrenze gibt an Items, die man finden kann. Aber das wäre eigentlich echt blöd. Rewall! Ja, es ist so. Wird genau so sein. Wir finden kein Item, aber wir können es bloß noch rewallen. Also, wir können es bloß noch uns heilen mit dem D100. Na, das ist ja erst dämlich. Also, ganz ehrlich. Was zur Hölle? Ich probiere jetzt noch einmal ein Rewall, aber dann ist es so, wie ich es gesagt habe. Weil, ihr seht ja, ich habe keine Items mehr. Ich habe wirklich bloß noch den Dingens. Den Lord of the Flies. Aber das war's dann halt auch. Hm. Ich kann ja mal kurz nachgucken. Weil wenn es jetzt wirklich so ist, dann brauche ich ja gar nicht weiterzuspielen, dann würde ich mich hier nicht einfach jetzt töten lassen, damit wir nochmal was freischalten. D100. Das wäre aber wirklich blöd, wenn da so ein Cap drin ist, an Items, die man halten kann. Dann ist es echt blöd programmiert. Nicht verfügbar, die Seite. Ach, ich lag gerade noch YouTube-Videos hoch, da ist mal mein Internet ein bisschen kaputt. Internet ist kaputt zu. Na los, lade die Seite. Lade die Seite. Es lädt, ich will nicht, dass es lädt. Es lädt, mal gucken, vielleicht kann ich das nebenbei irgendwie laden. Weil ich glaube wirklich, hier ist Ende Gelände. Ich kriege keine neuen Items mehr, das ist total doof. Voll unfair. Hm. Wahrscheinlich kann man nur irgendwie 200 Items oder so haben und wenn man dann mehr hat, ups. Ups, ja, gut, aha, mhm. Erzähl mir mehr. Chrome hat gerade mal gemeint, ich muss jetzt mal wichtig sein und den Fokus wieder nehmen. Dann geht der Isaac in den Pause-Dingens.
Es lädt nicht mehr, es ist kaputt. Das ist echt krass, wenn ich YouTube-Videos hochlade, geht nichts mehr. Wahrscheinlich, weil ich dann halt mit Maximalspeed hochlade und dann ist das Internet ausgelastet. Willkommen in Deutschland, liebe Freunde, willkommen in Deutschland. Da hat man schon mal so ein Mega-Internet und dann, ja, trotzdem nicht. Naja. So. Ah, ja, Contact from below, toll, half down, yippee. Oh, Mann. Wisst ihr was, lass mich jetzt umbringen, das dauert ja alles viel zu lange. Denn dann schalten wir noch ein Item frei. Und das ist ja auch was Schönes. Ne? Ist ja auch was Schönes. Huch, die können sich ja gegenseitig schäden. So. Und jetzt haben wir nämlich den Scissors freigeschalten. Die Scheren. Das ist ja echt doof, dass man das nicht ausreizen kann. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht haben wir irgendein Item gefunden, das wir noch nie hatten. Nö. Interessante Errungenschaft und Rest. Irgendwie fehlt das Bild. Wahrscheinlich, weil gerade mein Internet kaputt ist, wie gesagt. Schade. Doof. Naja, wir haben es zumindest probiert. Aber es war ein lustiger One mit dem D100, aber wahrscheinlich werde ich das nächste Mal nicht so übertreiben, sondern wirklich irgendwann sagen, so, Feierabend. Das ist gut, das behalte ich. Ne? So ist wahrscheinlich auch gedacht eigentlich. Ah, jetzt ist es fertig geladen. Ich kann ja mal kurz gucken. Ah ja, genau. Da steht's. Nach vielen Rewalls, nur grob übersetzt, geht der Itempool aus und man bekommt bloß noch HP-Ups. Das müsste aber eigentlich heißen, dass ich jedes Item gehabt habe, was im Itempool ist. Und das wäre auch Godhead gewesen, glaube ich, oder? Und Godhead hatten wir noch nicht gefunden. Items? Godhead müsste irgendwo hier hinten gewesen sein. Nee. Ich glaube, das ist das mittlere Fragezeichen. Links neben Lazarus Wax. Kurz mal nachgucken. Godhead. Wahrscheinlich geht es jetzt wieder nicht, aber egal. Eigentlich echt ärgerlich, dass es so kaputt ist. Da fände ich cool, dass einfach alle Items löscht aus dem Item. Also, dass man auch irgendwie Items doppelt bekommen kann. Ah, ich habe da mal im Smile auch doppelt bekommen. Also ich hatte ja mindestens zweimal, nee, ich hatte dreimal mal im Knife bekommen. Oder, nee, ich habe es nie verloren mal im Knife. Es hat nur irgendwann, genau, ich hatte erst Epic Fetus, oder? Nee, ich hatte erst mal im Knife, dann Epic Fetus. Merkwürdig. Naja, hat trotzdem Spaß gemacht. Schade, dass man das, dass das irgendwie nicht funktioniert, dass man das dauerhaft machen kann, sondern irgendwann ist es halt kaputt. Schade. Schade. Gut. Machen wir in der nächsten Runde weiter, in der nächsten Folge. Bis dahin, meine lieben Freunde. Macht's gut und tschüss.